Da klatscht er selbst noch mal hinterher, denn er weiß, das wird noch mal eine Verbesserung sein. Vielleicht die 49 vorne. Es ist nicht mehr viel bis zur 50-Meter-Marke. Die hat er noch nie übertroffen in seiner Karriere. Dementsprechend guter Versuch bei Basil Rollner. 48,98 Meter. Akkord Felix. Und das macht er erfolgreich. Das ist eine deutliche Verbesserung. Eben 48,57 Meter, jetzt steht die 5 vorne. Ja, schiebt sich vorbei an Basil Rollner. Kurt Felix mit 50,59 Metern. Und jetzt betritt er den Ring. Der beste deutsche Zehnkämpfer bisher in diesem Jahr. Und er ist auf einem super Kurs hier unterwegs. Was geht jetzt bei Rico Freimuth? Ja, der fliegt weit, der fliegt über 50 Meter und ein deutliches Stück drüber. Das sieht verdammt nach Bestleistung aus für Rico Freimuth. Und schauen Sie sich den Jubel an. Der ist in Superform, Rico Freimuth. Und da haben wir die Weite, 51,56 Meter für Rico Freimuth, persönliche Bestleistung.